Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Wir haben in der letzten Folge ein Mini-Testgelände gemacht, denn wir können jetzt endlich in das richtige Testgelände hinein. Ich würde gern Habichtwartung, will ich es überladen. Nee. Was bringt das denn? Super. Was bringt denn das jetzt bitte? Hä? Das jetzt. Kommst du her? Hä? Da ich nicht weiß, was ich tun soll, mach mal einfach mal das hier. Wähle die Funktion Relay überladen, auswählst überladen die Stromkreise des Windgenerators und bringe ihn so zum Explodieren. Sobald ein Habicht seine Energieversorgung verliert, fällt er zu Boden und deaktiviert so das gesamte Ökosystem in seinem Gebiet. Pchella eilen sofort herbei, um den Windgenerator zu reparieren. Aber die Reparatur nimmt einige Zeit in Anspruch. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Hey, das war ich doch gar nicht. So, wie kommen wir jetzt immer noch ins Testgelände 9 rein? Könnte das jetzt ein bisschen doofer, was ich gerade gemacht habe? Würde mich nicht wundern. Ja. Da ist es wieder, dieses Gefühl, dass ich zu dumm für dieses Spiel bin. In den Resident Evil-Rätseln komme ich voll gut klar, aber hier bin ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ausgeschaltet. Vielleicht ist auch dieses ganze Gedudel. Hier gibt's ja keinen zweiten Habicht, hier ist nur einer. Ran hier ans Rohr. Ach so, der. Hallo, Herr, von und zu. Du bist ja vielleicht eine Blinse, ey. Hier wird wieder die ganze Zeit gedudelt. Und ich mache hier so. Hier gibt's ja keinen zweiten Habicht. Hm.
oben ist noch irgendwelche kleine Dinger. Hier kann man dann hochfahren. Hier haben wir Polygon 10, Polygon 8. Polygon 2, Polygon 11. Dann 2, 4, 7. Gibt es 7 Polygone? Kann man hier überall lang fahren? Das Mutterland. Das ist aber ein bisschen langsam gerade, oder? Hier runter kommt man nicht, da ist ja Ende gewesen. Bootsstation. Also, wir merken uns, ich habe es geschafft, dass das irgendwie dieser Habicht nach oben geht, aber ich habe auch gleichzeitig dieses komische Ding zerstört. Ach ja, jetzt hört's doch mal auf hier. Ich darf nicht in die Sotte reinlaufen. Ja, ja, ist okay. Ach ja. Haben Sie das Ding jetzt wieder repariert? Beide schon mal ein bisschen. Kaputt gemacht. Okay. Ist da drin irgendwas? Also ich finde, das hier sieht schon sehr offensichtlich aus. Kann ich da rein? Wir sind unser Dach. Ach, kommst du her? Genau. Sind die jetzt hier wieder irgendwie... Hä? Kommt ihr denn her? Ich sollte damit aufhören, glaube ich. Wo kommen die denn her? Wir müssen mal das andere Ding hier probieren, das hier. Jetzt habe ich 3 Echse dabei. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Ich glaube, ich kann da noch abbrechen, aber scheinbar nicht. Wenn ich wieder reingehe, dann bringt das ja auch nichts. Ah, wie cool. Einige Zeit in Anspruch nehmen. Beeilt euch. Hallo, ich hätte gerne eine Karte. Oh Mann, ey. Ich will doch einfach nur in dieses doofe Testgelände rein. Los, kommt raus da. Los, beeilt euch. Ich helfe euch auch mit hier. Seht.
Sollen wir da reingehen? Bis die hier unten fertig sind? Das Gute ist, hier ist die Welt zu Ende. Mal da. Hallo, na? Und da rein? Nee. Braucht das doch. Ist das Ding wieder ganz? Ab durch die Ecke. So. Hier ist doch schön. Was ist eigentlich mit Schnitzel dem Hund passiert? Ich habe das Gefühl, mir fehlt da ein Stückchen Story beim Schnitzel dem Hund. Schnitzel zur Hündi. Oh! Ich liebe das Sammeln. Was haben wir denn hier? Nichts. Ist das hier? Die sieht schon sehr krass aus, ne? Was ist denn da für eine riesige Kohle? Boah, krass, ey. Kann es sein, dass das irgendwann zur Story wird? Echt aufgeräumt. Mann, Mann, Mann. Dafür, dass hier alles tot ist. Wir gehen nochmal schnell runter. Vielleicht sind die jetzt fertig damit reparieren. Aber... im Endeffekt hat mir das ja noch nicht so was gebracht, dieses Ding. Die sind immer noch nicht wach. Und warum sind hier eigentlich so andere rumgelaufen? Ist hier ein Kindchen drin? Ist da ein Kindchen drin? Nee, ist leer. Was ist hier? Eine Kuh. Eine Kuh mit dem Wikingerhelm. Lebt's wieder? Nee, die sind immer noch am Basteln. Och nee, da fehlt ja. Jetzt sehe ich das erste Mal. Ich dödel. Bitte, es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Lass mich wieder spielen. Wo könnte hier ein Eingang sein? Hier hinten vielleicht? Das ist eher ein Ausgang. So, hier war das Rohr, was, das man übrigens sieht. Beeilen Sie sich. Wir gehen so lange mal hier in die Bude rein. So, hallo. Autorisierung. Major Netschat. Was haben wir denn da? Aber das zählt bestimmt nicht als... nee, uns fehlt noch einiges Polymerschild. Warum ich das damals gemacht habe, verstehe ich auch nicht so richtig. Naja, ich speichere mal schnell. Das wird das hier super cool. Oh! 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 Bald sind sie fertig. Beeilung! Bin bereit!
Los, dreh dich. Mach die doofen Dinger hier wieder an. Wir wollen es alle. Ja. Ja, wir sind fertig. Okay, rein da. Und jetzt wird das mal nachgedacht, richtig. Richtig hart. Doch nicht? Doch. Ich kann doch an dem Habicht gar nichts machen. Ich verstehe halt nicht so richtig, was mir das bringen soll, ehrlich gesagt. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir gehen ins Matanov. So, jetzt geht's aber mal los hier. Kann ich irgendwas aufmachen? Was habe ich jetzt gemacht? Niemand weiß das so genau. Vergrößern, was habe ich denn jetzt gesagt? Was ist das? Irgendwas habe ich gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe etwas getan. So, nächste Kamera, die uns eventuell irgendwas bringt. Kann ich hier irgendwas machen? Ich habe noch schon. Was bist du? Da ist so ein Ding. Also ich habe ja irgendwas habe ich ja gemacht. Wo? Sterbe ich jetzt hier? Irgendwo war so ein Ding an der Wand.
4. Ja. Was? Ist ja auch irgendwo was in der Erde. Sind gebildet, aber war schon, das kennen wir schon. Ja, hier kamen wir her. Wo ist nur der Eingang? Ist das ein Loch am Boden? Also irgendwas stimmt hier nicht. Mit mir. Wir müssen da jetzt nochmal hoch. Zeig mal her hier. Die zeigt zu uns. Ist da hinten ein Eingang? Live-Übertragung ist einfach gar keiner da. Hä? Ich will doch nur in das Testgebiet rein. Was konnte ich da hinten machen, bitte? Da ist doch gar nichts. Da. Das gibt's doch wohl nicht. Ach ja, heul nicht rum, ey. Wieso geht diese Tür nicht auf? Was ist hier mit ihm? Mann! Wir fliegen jetzt mal mit dem Ding da nach oben, da vorne. So, rein in die Plörre.
Ja, hier ist mal nichts. Da ist so ein Ding. Die haben wir aufgemacht, das Ding. Im Normalfall ist doch das der Typ da vorne. Ist aber nur die Kamera. Andere Ding. Oh, Hilfe. Hä? Das da. So, hier ist hat man schon. Die anderen Dinge. Das bringt auch nichts. Soll das da jetzt der Eingang zum Testgelände sein? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, wo der Habicht jetzt hoch ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden in der nächsten Runde mal versuchen, in diesen einen Gullideckel zu gehen. Genau, so sieht's aus. Wir können ja hier sogar schon speichern. Ansonsten muss ich im Internet gucken. Vielen Dank, dass ihr bei meiner Sucherei mal wieder dabei gewesen seid. Es tut mir so unfassbar leid, aber dieses Spiel macht mich dumm. Das zeigt mich nicht gerade von der besten Seite. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.